Bekommen wir aber nur die Maus raus. Und jetzt dreht sich alles um Cenci bzw. lizenzierte Produkte. Und diesmal ist es das Gegenformat zu meinem letzten. Ich verlinke es euch in der Infobox. Und zwar sind wir hier bei Düfte, die ich gut fand, aber oder die ich gar nicht mochte. Also es ist wirklich so ein, es ist noch so grenzwertig, dass ich sage, okay, geht eigentlich oder ging so gar nicht für mich aus diesem Bereich. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video, sonst haben wir einfach zu viel Geschwatze. Und das fängt direkt mit einem an. Da muss ich sagen, da war ich so enttäuscht. Das war einer der ersten Düfte, die ich mir je besorgt habe von der Firma Cenci vor 8 Monaten ungefähr. Wir reden hier von Ariel. Das ist Erdbeere mit Himbeere und Limette. Und ich war so froh bei meiner ersten Bestellung. Ja, was habe ich und freue mich drauf und war total positiv eingestimmt. Und dann waren von den, ich glaube, 10 Bars, die ich bestellt habe, 4 Stück, die tatsächlich bei mir durchgefallen sind, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Die habe ich dann ausprobiert, das war nichts. Und das war eben hier auch so. Und ich muss sagen, die Meinung ist tatsächlich, und das überrascht mich trotzdem immer noch geblieben, dass der mich einfach nicht beeindruckt. Also er ist fruchtig, ja, kriegt da die Himbeere extrem raus, die Limette, also es ist so ein bisschen zitrig, ein bisschen fruchtig, also schon so himbeerig, aber der Duft sagt mir überhaupt nicht zu und ich war damals so traurig, weil ich direkt so 4 Düfte hatte, die ich gar nicht gut fand. Aber das ist nun mal Pech. Man muss sich ein bisschen bei Cenci, finde ich, durchtesten, bei der Beraterin hingehen, fragen, kannst mir eine Probepackung schicken und so. Und vieles war trocken gedüftet, sehr schön für mich, als Probe auch. Aber wenn ihr es in der Duftlampe hatte, roch es dann ganz anders und von daher hatte ich ein paar Fehlkäufe dabei. Dasselbe galt auch bei dem Duft von Susi und Sträuch und zwar dieses Fairful Friends. Und ich war auch hier, erste Bestellung und es war eine Niete. Es sind Beeren mit Birnen, mit Fräsienblüten. Und ich muss dazu sagen, das ist einfach so ein Duft. Ich glaube, da mag ich die Birne nicht. Das riecht irgendwie so penetrant nach irgendetwas. Nee. Ich mag ihn bis heute nicht. Es ist irgendwie diese Birne, die übertrumpft, finde ich, diesen Geruch für mich, für mein Empfinden. Und deswegen, das Display ist aber ganz süß, ne? Ich will nur darauf hinweisen. Eigentlich finde ich immer alles toll. Aber, ne? Gut, das nächste, was wir haben, und ich, das ist eben, es gibt welche, die sage ich, die sind nicht schlecht, aber sie sind nicht so besonders, dass ich sie behalten will. Das ist immer ein kleiner Unterschied. Also es gibt so Düfte wie diesen hier von Die Schöne und das Biest, wo ich einfach sagen muss, da habe ich mich unfassbar drauf gefreut, wie die Lampe kam, wie der Tassilo kam, wie das hier kam. Und ich habe so gedacht, als B&B-Fan, Schöne und das Biest, dass das der absolute Megahammer ist. Es ist, Achtung, rosa Grapefruit mit Bergamotte und Blütenblätter. Tatsächlich ist das für mich gefühlt ein sehr, sehr fruchtiger Duft. Es ist, die Grapefruit kommt komplett daraus. Das ist wirklich ein interessanter Duft. Aber er war mir damals zu fruchtig, weil wenn ich an die Schöne und das Biest denke, würde ich an Blätter, an dieses Schloss denken, an die Umgebung. Und ich war allein aus dem Grund, das hatte ich damals auch in einem Video gesagt, schon ein bisschen traurig, weil das so der Favorit, ich glaube, ich hätte mir den 50 Mal noch zusätzlich bestellt, wenn der gut gewesen wäre, zum Beispiel eine feine Rose oder so. Trotzdem, es ist kein schlechter Duft, ich will ihn nicht niedermachen, ich finde nur, dass er einfach das Thema damals verfehlt hatte und die Lampe von Mrs. Potts, die ich damals habe, habe ich da vor kurzem auch abgegeben, weil mich einfach nervt, dass dieser Stromstecker nicht richtig drin ist, also dass der nicht festgemacht ist, sondern den könnt ihr bewegen und dadurch war es immer schwierig, die an- und auszumachen. Gut, der nächste Duft und da sind wir bei den Disney-Prinzessinnen. Das war auch einer der ersten Düfte, die ich hatte. Es ist True Love, es ist Himbeere mit Mandarine und Vanille. Ich fand den damals gut, habe ihn mir auch mehrfach gekauft, weil ich einfach dachte so, ja, Disney-Prinzessinnen geht immer. Aber tatsächlich ist das ein Duft, wo ich sage, der hat mich einfach nicht überzeugt insgesamt von der Performance, von dem, wie es kam. Und ich finde einfach, dass der so ein bisschen moderig riecht.
Also es ist jetzt nicht bös gemeint, aber da kommt so, weiß ich nicht, dieses vielleicht Mandarine mit Vanille. Also ich finde tatsächlich, dass das kein Duft ist, den ich brauchen kann. Aber ich weiß zum Beispiel, dass viele die lieben. Auch jetzt, wenn ich so meine Sachen vorschlage, natürlich gibt es viele, die dann sagen, der eine oder andere Duft ist von denen die Favoriten. Aber ganz ehrlich, ich habe euch ein Video gemacht, ich glaube mit 25 Disney-Bars, die ich toll finde. Wenn ich jetzt alle Bars toll finden würde, die ich euch jetzt zeige, dann wäre ich ja ewig dran, ne? Und deswegen, es sind so ein paar, die sind eben nicht ganz meins. Absolut und unfassbar schrecklich fand ich diesen Duft. Das ist von dem Film Muppet Show. Und das ist Melone mit Kirschbeere, mit Orange, mit Vanille. Und ich habe mir gedacht, okay, Muppet Show, mega geil. Ich finde das so super, dass die den gemacht haben. Tatsächlich kam der an und ich hatte den in dem Video euch gezeigt und da dreht sich bei mir der Magen um. Also bin ich ganz ehrlich. Boah, nee, ganz ehrlich. Also auch jetzt, wenn ich daran rieche und du nimmst so, wie ich jetzt gerade, so einen großen Duft. Nee, tut mir leid, ich weiß nicht, was es ist. Es riecht nicht eine Note geil in diesem Duft. Ich kann den überhaupt nicht riechen. Ich finde den ganz schrecklich. Und das habe ich ganz selten, dass ich wirklich, ich sag mal, Düfte komplett ablehne. Aus meiner ersten Bestellung auch hier einmal der Stitchy. Und der Stitch, der war tatsächlich für mich so ein enttäuschtes Gefühl. Ich hatte mir die Stitch-Lampe bestellt, hatte mir den Duft dazu bestellt, hatte den separat bestellt und. Aber Stitch ist, Moment, ich guck mal kurz, was da drin ist. Valencia-Orange mit Ananasbar, mit Zuckerrohr und mit Meeresdunst. Und wenn ihr den riecht, dann ist das wirklich so. Ich mache das gar nicht auf. Dann ist der andere schon weg. Dann ist das wirklich so, dass der schon ein bisschen nach Meeresdunst riecht. Aber er war mit den Noten, die dann kombiniert waren mit dieser Orange und mit dieser ganzen Komposition, dass ich einfach gesagt habe, der überzeugt mich überhaupt nicht. Das war so fast von einer unfassbaren Niete. War ich auch ehrlich gesagt sehr enttäuscht drüber. Und ihr merkt das, ich bin dann immer mit so einem ganz kleinen Eifer dabei, dass ich die alle träufeln muss und dann war das nicht so. Jetzt kommen wir wieder so einer, der ist eigentlich ganz gut. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Wir reden von dem Film Up oben. Und ich mag diesen Film unfassbar gerne. Ich habe den auch vor kurzem erst nochmal geguckt. Und oben ist Mandarine mit Honigmelone, Kokoswasser und Apfel. Er ist mir aber zu schwach auf der Brust. Er ist schön, wenn ihr den aufmacht, wenn ihr den riecht. Der ist schon richtig lecker. Und wenn ihr in der Wohnung habt, der zieht so auch ein bisschen durch. Er ist mir aber nicht lang anhalten. Ich glaube, der hat einen Tag gehalten und war dann schon so ein bisschen, ich sag mal, verbraucht und hatte nicht mehr die Power. Und das sind eben auch Kriterien bei mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Duft habe und ich tue einen Würfel davon rein und riecht das und nach dem nächsten Tag ist er für mich schon kaum wahrnehmbar, dann ist er leider bei mir rausgeflogen. Aber jeder nimmt Düfte auch anders wahr. Also es schließt nicht aus, dass andere den mega finden. Ne? Dann sind wir hier bei Oh Boy und der ist genauso wie Totally Mini. Ich sag mal so ein Wackelkandidat. Ich finde den tatsächlich Mandarine mit gezuckerter Vanille ganz schön. Also er ist so, also wirklich so leichte Vanille dann mit Mandarine kombiniert. Es ist ein schöner Duft, aber er ist nicht so, dass ich sage, ich brauche den, ich sag mal, fünfmal, zehnmal im Backup, weil der ist so mega toll. Er ist schon angenehm vom Geruch her. Das geht auch für Totally Mini mit Melone, Hibiskusblüte und Apfel. Und der Apfel ist echt schön da drin. Trotzdem sind das keine, wo ich sage, die muss ich mir komplett im Backup haben. Wenn der jetzt zum Beispiel vorbei wäre, wäre der vorbei. Das wäre mir egal. Die kriegt ihr aktuell noch im Scentsy Store, wenn ihr die braucht. Ich bin ja keine Beraterin von Scentsy, nur so als Info. Aber ich finde einfach, vielleicht liegt es auch daran, dass man den zurzeit noch kriegt, dass ich nicht so einen Hype drauf habe. Er ist gewöhnlich, er ist nicht außergewöhnlich vom Duft her. Das ist das. Dann haben wir hier ein Bar und das ist von dem Film Stitch. Das ist Angel mit Gummibären, Brombeeren, Vanillecreme und Zuckerrohr. Und da gehen die Brombeeren für mich überhaupt nicht.
Ich mache das auf und das ist so ein penetranter Duft nach irgendeinem Obst, was ich da gar nicht drin riechen will. Und deswegen ist der sowas von bei mir rausgeflogen. Dass der so leer ist, liegt nur daran, dass ich jedem, den ich kannte, direkt mal so ein Ding gratis gegeben habe, weil ich den nicht wollte. Sonst wäre der immer noch bis auf einen voll, ne? Aber ich bin auch ganz ehrlich, mein Geschmack kann sich tatsächlich ändern. Das wäre nicht zum ersten Mal. Das hatte ich ja zum Beispiel bei dem Mandalorian Bar, das hatte ich bei dem Star Wars Lightside Bar, dass ich einfach jetzt das so empfinde und irgendwann kann es auch sein, dass ich sage, das ist mein Topseller, aber für mich im Moment nicht. Ein Wischiwaschi-Bar ist dieser hier, weil ich mir nicht sicher bin, dass dieser Bar tatsächlich aufgrund von der gefällt mir tatsächlich nicht so ist dann oder weil da zu viel ausgelaufen ist. Und zwar reden wir davon, ich guck mal kurz mal, Mulan ist süße Papaya mit Mango, Ginger und Flower. Und ich habe tatsächlich diese Bars extrem teuer eingekauft. Ich glaube, ich habe pro Bar 25 € bezahlt. Ich habe damals für den Olaf Bar 40 € aus dem Ausland bezahlt. Ich habe da wirklich eine Menge Kohle für gelassen für ein Bar. Und ich fand das so mega toll, weil ich die Sachen testen wollte, nur sind die in der Duftlampe tatsächlich gar nicht aufgegangen. Also da schätze ich, dass das auch daran liegt, dass so ein bisschen Öl durch den Versand verloren gegangen ist. Kann passieren. Es ist ein angenehmer Papaya-Duft, wirklich. Der ist so richtig schön und Mango kombiniert. Das kann nur gut sein. Aber hielt eben nicht lange. Der hier hielt in der Duftlampe, ich glaube, ein, zwei Stündchen, dann war es schon aus die Maus. Und von daher traf der für mich persönlich nicht zu meinen Bestsellern dazu. Ein sehr schwieriger war für mich Haunted Mason mit Piment, Kürbis, Zimt und Ingwer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas wie, das kam glaube ich fast zur gleichen Zeit wie dieser hier. Ich war da schockiert, weil ich habe noch nie sowas Übles bei Sensi gerochen. Diese Ingwer mit dem Zimt und mit dem Piment, das ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Also die Gewürze, die sind so penetrant, extrem stark zu riechen und alles. Und ich habe ihn tatsächlich niemals in der Duftlampe ausprobiert, weil mich dieser Duft so schockiert hatte. Es ist einfach überhaupt nicht mein Duft, leider. Es ist eben mein Empfinden, dass ich den auch nicht testen werde, weil einfach der sagt mir nicht zu. Da brauche ich mir nichts vorzumachen. Gut, dann haben wir hier einen, der ist eigentlich ganz gut. Das ist hier von Fosun 2, Fearless for Nature. Fosun ist ein schöner Film, definitiv. Und das ist nämlich eine Reise durch die Wälder, Wildblumen und Salbei. Und das ist eigentlich ein schöner Duft, finde ich. Er ist relativ mild, aber er ist angenehm. Also das Salbei, das riecht hier gar nicht so penetrant, finde ich, durch. Es ist ein angenehmer, frischer, herbstlicher Duft. Passt eigentlich zur Zeit, aber er ist mir wieder mal ein bisschen zu schwach. Also es ist immer so ein gefühltes Mittelding, was ich brauche bei Sensi, dass er mir gefällt. Und es ist eigentlich schade, weil das wirklich so erinnert, wenn ihr, ich sag mal, im Frühling rausgeht und ihr genießt das schöne Wetter. Also es fängt ja dann so an, leicht sommerlich zu werden. Ich mag es eigentlich, aber er ist mir einfach ein bisschen zu mild auf der Kante und deswegen lasse ich ihn auch raus. Gut, dann gucke ich mal, was wir hier noch übrig haben. Ein absolutes No-Go war auch für mich dieser hier und zwar von dem Film Aladdin. Aladdin ist Heidelbeere mit gezuckerter Pflaume, mit Brombeere und Preiselbeere. Und ich war damals so unfassbar froh, dass ich den habe. Wirklich, ich habe so gedacht, so wow, allein das Display ist geil. Aber mir hat dann zum Schluss wie heißt es hier? Die gezuckerte Pflaume mit der Brombeere. Überhaupt nicht gefallen. Wenn ich da das Näschen dran halte, dann ist dann wirklich die Pflaume für mich im ersten Riechen so penetrant drinnen, dass ich schon keinen Bock mehr habe auf den Rest, ehrlich. Es ist so gefühlt ein Duft, wo ich sage, wenn ich da nur einen Zug von nehme, wird mir schon schlecht, so ungefähr. Und das ist so gemein, weil eigentlich sollte der gut sein. Aber ihr merkt das, ich bin immer so zwiegespalten mit meinen Aussagen, weil ja eigentlich wünsche ich mir, dass jeder dieser Düfte unglaublich gut für mich ist. Aber zum Schluss hat er leider bei mir versagt. Das Design ist bei diesem Bar trotzdem sehr schön. Ihr könnt diese Dinger hier ausschneiden
diese Displays. Dann könnt ihr dahinter so ein Metallband dran machen, wie bei den Toni-Figuren zum Beispiel. Dann könnt ihr euch das am magnetischen Kühlschrank dranhängen. Nur mal so als Info. Und wenn ihr so, ich sag mal, ganz viele von diesem Display habt, kann das an eurem Kühlschrank extrem geil aussehen. Habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber gehört, dass das sehr beliebt ist, sowas zu machen. Gut. Dann haben wir hier einen Duft und das ist König der Löwen und der ist wieder aus der USA. Er war wieder mal ausgelaufen und es ist einfach so schade, weil König der Löwen ist Goldener Amber mit Sandelholz und Vanille und es hört sich ganz nett an. Es riecht aber zu schwach, viel zu schwach für einen Duft und der hat mich auch 25 Euro im Einkauf gekostet und ist egal, ganz ehrlich, ihr bestellt euch das aus der USA, nicht bei Scentsy selbst, habe ich bestellt bei eBay Kleinanzeigen. Und ich wollte einfach wissen, wie die riechen, weil alle so davon geschwärmt haben. Und ich bin einfach so neugierig. Das ist bei ganz vielen Videos, die ich mache, wie Überraschungsboxen und so. Das ist einfach diese Neugier, die mich überzeugt, dass ich die Sachen auch teuer einkaufen muss. Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil die Sachen erscheinen ja meistens nach einer Zeit. Aber das ist so ein Duft, der ist okay, aber er ist eben eine Stunde in der Lampe, dann riecht man ihn nicht mehr und deswegen brauche ich den nicht. Das ist dasselbe wie bei dem Mulamba. Jetzt kommen wir zu einem Duft, da war ich mal wieder hart schockiert. Und zwar reden wir von dem Duft, kleinen Moment. Star Wars Dark Side mit Lavendel, Ingwer und Madagaskar. Und den habe ich drin gehabt in der Lampe und er war so extrem penetrant, dunkel, heftig, ehrlich, wirklich komplett, absolut düster und sehr, sehr kräftig auch, wirklich. Der hat mir hier so eine kleine Duftwolke beschert. Und ich muss auch dazu sagen, ich mag jetzt nicht so gerne Ingwer. Ich mag ihn weder essen noch riechen noch sonst was. Und dann hieß es aber, wenn ihr ihn mit der hellen Seite der Macht kombiniert, also beide Würfel reintut, dann gibt es die perfekte Mischung. Aber ich finde es tatsächlich zu teuer, wenn ihr, damit etwas funktioniert, zwei Sachen reintun muss. Also mir reicht es schon, wenn ich immer so einen Würfel reinmache und da komme ich so 3 Tage mit aus. Wenn ich jetzt zwei von denen reinmachen muss, damit ich klarkomme, wäre mir das zu viel. Trotzdem ist das schon cool, hier so ein Darth Vader auf der Packung. Aber es war eben nicht mein Duft. Ja, und das war's von mir. Es war ein, ich hoffe, man versteht es, ein ehrliches Video, was ich mag, was ich nicht mag, was zu düster ist, was bei mir zu wenig Geschwäche hat, was vielleicht ein bisschen anders war, als ich mir es vorgestellt habe, so im Gedanken. Trotzdem würde ich jederzeit alle Bars, die neu auf dem Markt sind, kaufen, auch wenn es dazu führt, dass ich Sachen habe, die ich nicht mag, weil ich kann mich auch falsch schätzen und die Duftnote, die ist zum Schluss so geil, dass ich traurig bin, wenn ich sie nicht hatte. Und deswegen teste ich eigentlich so ziemlich alle Bars, die sie kommen und gehen bei Scentsy durch und bin eigentlich sehr glücklich mit diesem Resümee, was ich auch zum Schluss ziehen kann, Tops, Flops, was mir gefallen hat und so weiter. Das hier ist ein Mixkanal, das heißt, ihr seht hier Scentsy, ihr seht hier Disney, ihr seht hier Unboxings, ihr seht manchmal Käufe bei, was weiß ich, Pink Panda hatten wir jetzt und so weiter. Und ich wollte eigentlich tatsächlich von Scentsy die Cinderella-Kutsche kaufen. Ich habe tatsächlich mit meinem Mann verhandelt und habe gesagt, ich hätte die gerne. Und Thorsten hat dann gesagt, ja, wenn du die willst, kaufst du dir die. War 15 Minuten in der Warteschleife, werde freigestellt von der Warteschleife, kann es im Warenkorb tun und kann diesen Kauf nicht abschließen. Das heißt, ich habe zurzeit keine Cinderella-Kutsche gekriegt und ich wollte sie so unfassbar gerne haben. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren auch schreiben, ob ihr diese Cinderella-Kutsche haben wollte. Ich bin mega, also mega enttäuscht, echt. Ja. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass wenn sie es zum zweiten Mal rausbringen, dass die Produkte nur, dass die tatsächlich nur 15 Minuten kaufbar sind bei Scentsy. Das fand ich echt eine Enttäuschung. Da hätten die sich drauf einstellen können. So, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.